Jo Leute, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht? Wir sind zurück mit der nächsten Folge von unserer Battlefield-Karriere, wollte ich schon gerade sagen, von unserer Battlefield-Sache hier. Und ja, wir waren ja in letzter Zeit, was haben wir denn hier? Ach, hier gibt es sogar, jetzt sehe ich gerade, mittlere Stun-Scopes gibt es auch noch. Warum sind die rot hinterlegt? Du bist der Squad-Leader. Okay. Aber warum? Okay. Anscheinend kann man die auf die Waffe irgendwie nicht machen oder so, keine Ahnung. I don't know. Aber die Sachen hier hatten wir doch schon alle schon. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt zurück mit der nächsten Folge eigentlich. Und hier die ganzen Sachen. Ich hasse das, wenn die immer wieder angezeigt sind. Wir sind wieder zurück. Ach, deswegen, weil ich in der falschen. War ich in der falschen Klasse jetzt gerade drin? Nein, ne? Nein. Ich war in der richtigen Klasse drin. Aber. Ach, weil ich. Keine Ahnung, was ich hier gerade am machen bin. Ich wollte jetzt erstmal gerade. Ach, das ist bestimmt, weil ich den Verstärker. Okay, weil ich den Verstärker habe, kann ich da das mittlere Visier. Dann machen wir das mal weg und dann probieren wir mal das mittlere Visier hier aus. Das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall sind wir wieder zurück. Hier will ich auf jeden Fall die Igla haben. Zurück. Oder sollen wir hier vielleicht doch die Stinger holen? Komm, wir holen die Stinger jetzt nicht so viel hier rumspielen. Wir wollen natürlich mal in das Gefecht reinspringen. Wir hauen mal hier rein. Springen bei unsere Kollegen hier. Alter, das mittlere Visier ist aber richtig krank. Mal gucken, wie gut wir jetzt hier klarkommen. Weil wir haben jetzt längere Zeit schon nicht mehr gespielt eigentlich. Erstmal gucken, dass hier oben kein Schwein ist. Ich glaube nämlich, dass da hinten irgendwo bestimmt einer sitzt. Ah. Schöner, schöner Brand. Sehen wir hier. Die anderen, die sitzen eh da drüben. Bam. Warnung. Hohe Frequenz. Ja, das ist natürlich nicht so prickelnd jetzt. Leute. Ach, schade. Aber ja, wir hatten jetzt längere Zeit Pause. Das ist ja jetzt im Moment viel bei mir auf dem Kanal los mit FIFA-Sachen. Aber wir kommen jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall auf mehr. Ja, wie soll man sagen, auf mehr Zeugs hier zurück. Alter, hab ich die weggefetzt, hä? So muss das gehen, ey. Einfach mal draufhauen. Egal, was ist, draufhauen, Leute. Oh. Jetzt hätte ich schon fast unseren Teamkollegen da angeschossen, aber das geht ja nicht nur auf Hardcore. Aber wie gesagt, ihr könnt mir weitere Spielmodis da lassen, was ich spielen soll. Ansonsten spiele ich immer nur große Eroberung. Eroberung, ich sage immer Eroberung. Eroberung. Ich bin große Eroberung. Nein, Eroberung natürlich. Oh, oh. Ah, von hinten. Mit einem LMG kommt er mir da hinterhergelaufen. Und die Leute, die jetzt Battlefield gucken, die vielleicht auch meine COD-Serie gucken, muss ich sagen, ich habe ja. Achso, ich mir leben wieder. Sorry. Alter Schwede. Ich muss sagen, das mittlere Visier ist, glaube ich, nichts für mich. Muss ich echt ehrlich zugeben. Das gebe ich nicht gerne zu, aber so ist es. Das ist wirklich nichts für mich. Ich glaube, ich muss dann hier wirklich mal gucken, was hier Sache ist. Da ist auf jeden Fall einer. Der gehört uns. Der gehört uns. Der gehört uns. So, aber ja, wie gesagt, die Leute, die jetzt die Call of Duty-Serie geguckt haben, ein bisschen so, die es vielleicht noch nicht wissen. Call of Duty-Serie ist jetzt schon pausiert nach 3 Spielen, da das Spiel mich ein bisschen zu viel aufregt im Moment. Werde ich erstmal mit ein paar Kollegen oder so zocken. Dann werde ich da erstmal. Oh, schade, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Aber ich werde jetzt das Visier da mal nochmal runterholen. Ich werde jetzt ein ganz normales Visier da drauf machen, weil das da ist mir doch ein bisschen zu nah. Und ich bin jetzt nicht so der Nah-Typ. Also das ist schon ein bisschen nah. Ich glaube, ich mache nochmal hier die Cobra drauf. Normales Rotpunktvisier. Oder nee, Quatsch, hier. Das Visier, das war gut. Das ist aber gut. Wir spawnen nicht da. Wir spawnen mal bei B und versuchen jetzt uns ein bisschen hier mal durchzukämpfen.
schöne Killhilfe geleistet. So muss das sein. So, ein Thema wollte ich jetzt noch ansprechen. Das darf ich jetzt auf keinen Fall vergessen, weil sonst meckert derjenige wieder. Und zwar wurde, da ich ja eigentlich angefangen habe mit einer, mit einem anderen Aufnahmegerät, da habe ich ja damals angefangen gehabt mit dem, mit der HDPVR, aber das war die erste HDPVR, nicht die Gaming 2. Und da muss ich wirklich sagen, komm bitte, 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 ja, das ist gut, das ist gut so, das ist gut so. Ach, schade, komm. Ich habe angefangen mit der HDPVR aufzunehmen, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt im Vergleich, ich sollte jetzt mal die HDPVR und die Elgato Game Capture vergleichen und sagen, warum ich jetzt persönlich die Elgato Game Capture besser finde. Und das ist aus einem ganz einfachen Grund. Ich finde den Aufbau von der Elgato einfach viel, viel angenehmer wie das von der HDPVR. Ich meine, ich hatte ja, wie gesagt, die HDPVR, aber ich weiß jetzt nicht, wie es ist bei der Gaming, oder wie die heißt, die HDPVR 2. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der zweiten ist. Auf jeden Fall hatte ich bei der, also bei der ersten, war mir einfach viel zu viel Kabelzeug. Da war viel zu viel Kabelzeug und ich kam damit fast überhaupt nicht klar. Und bei mir war es halt so, bei mir war keine Software-CD dabei, wie bei den anderen meisten. Da war ja immer so eine Software-CD dabei, das war bei mir jetzt nicht der Fall. Bei mir war keine Software-CD dabei. Und dann musste ich mir den Treiber zuerst mal vom Internet runterladen. Und das habe ich dann im Endeffekt gemacht, ich habe den Treiber runtergeladen. Und, Alter, was geht denn hier? Team Munition anfordern, brauche Sanitäter. Ich habe gedacht, ich bin Squad Leader, aber ich kann hier nichts. Ich kann hier nichts machen. Ah, okay, das ist jetzt cool. Man sieht jetzt, wer was braucht von seinem Team. Ich weiß gerade nicht, was hier abgeht. Okay, warum ich jetzt wieder unten bin, kein Plan. Auf jeden Fall sterbe ich jetzt mal da, gerade. Auf jeden Fall fand ich viel zu viel Kabelzeugs. Das war ja, ich hatte bei der HDPVR, bei der G, was auch immer, HDPVR 1, war es ja so, dass man wirklich kein, kein gewisses HDMI oder sowas hatte. Da war alles über diese AV-Kabel. Und das war mir einfach viel zu viel Kabel. Dann hatte man da jede Menge AV-Kabel rumhängen und dann im Endeffekt dann noch das Kabel zum PC. Das war dann einfach viel zu viel. Und deswegen, bei mir hat das auch alles gar nicht so funktioniert, wie es sollte. Und deswegen war das mir ein bisschen... Ach toll, jetzt habe ich wohl gerade, ich habe jetzt nicht gedacht, dass da noch einer käme. Ja komm, mach sie kalt da, schade. So, auf jeden Fall viel zu viel Kabel und dann war das halt mit dem Treiber. Das, keine Ahnung, da bei der Elgato ist es zum Beispiel so, du schließt die an, dann hast du da dein Programm und dann kannst du mit dem Programm direkt auch aufnehmen. Was ich im Endeffekt viel, viel besser fand. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der Gaming 2 sich jetzt mal geändert hat. Das kann ich jetzt nicht so wirklich sagen. Aber bei der ersten war es auf keinen Fall so. Komm, lass mich durch, Junge. Also da war es nicht so. Also da gab es nur die Kabelzeug. Dann hast du, wie gesagt, dann hast du zwar die Software gehabt. Wenn du, also mit dem Treiber, wenn du den Treiber installiert hast, aber das war es dann im Endeffekt auch. Und das war einfach viel zu viel hin und her für mich. Deswegen habe ich dann die HDPVR verkauft und habe dann gesagt, so komm, wir machen es jetzt so, ich hole jetzt die Elgato Game Capture. Da habe ich mir noch ein paar Euro draufgelegt für die Elgato und die bringt für mich auch viel bessere Qualitäten und so weiter als die HDPVR.
Aber das ist, ja, das ist unterschiedlich, ne? Es kommt halt drauf an, wie man es sieht. Manche sehen es so, manche anders. Aber das ist ja alles nur, wie heißt es, Geschmackssache. Ach, schade. Ja, das ist auf jeden Fall Geschmackssache. Wer mit was besser klarkommt, das ist natürlich jedem seins, ne? Aber mir gefällt die Elgato auf jeden Fall besser. Müssen wir jetzt wirklich hier hinten spawnen? Wir haben kein Ziel mehr. Jetzt haben wir wieder A. Das ist gut. Das ist gut. Nee, aber ihr könnt gerne, auch wenn ihr diese Folgen guckt und auch Fragen stellen wollt, immer wieder gerne. Ich beantworte die Fragen sehr gern. Nur tut mir. Bob, 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 bob. Hey Bob. Hey Bob. Ach. Ihr Camperkinder. Jetzt hat er mich schon zweimal gekillt. Ich den einmal. Okay. Das passiert, das passiert. Nein, die Frage wurde von Benny Küster gestellt. Deswegen schönen Gruß an dich, Benny. Und ich hoffe, ich habe deinen Namen jetzt richtig ausgesprochen, nicht, dass ich dich jetzt irgendwie verwechselt habe mit irgendjemandem. Aber ich hoffe ja mal nicht. Bam. So holen wir den weg. Von unten. Ah, Mann, jetzt kam der Typ da schon. Ey, der sitzt die ganze Zeit da drinne. Mann, Mann, Mann. Ja, aber auf jeden Fall, Benny, ne? Schönen Gruß. Und noch eine Sache. Benny Küster hat jetzt auch einen YouTube-Channel angefangen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mal bei seinem Channel vorbeischauen. Er macht auch alles Mögliche von Battlefield und COD und so weiter und hier und da. Alles Mögliche. Und jetzt werde ich hier aber ganz schön verarscht. Ich habe gesagt ganz schön und er sagt Dankeschön. Okay, ich glaube, wir sind wieder sicher, aber die nehmen die Flagge jetzt hundertprozentig ein. Wir haben hier gar keine. Jetzt kommt da noch ein Heli geflogen. Wirklich jetzt? Echt jetzt? Wirklich, was ein Noob, ey. Was ein Noob! Klar, man kann einfach so den Heli mal landen und dann noch ein bisschen rumballern und. Ja, So macht man das heutzutage. Also, Leute, ihr wisst Bescheid. So geht's los. Ja, was ich sagen wollte, wenn ihr mal beim Benny vorbeischauen wollt auf seinem Kanal, sein Kanal heißt der Joker HD. Ach du Scheiße, jetzt laufen wir genau dahin, wo ein Panzer steht. Weg hier. Weg, 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 weg. Der Joker HD, ich werde seinen Kanal mal unten in die Beschreibung verlinken. Und dann könnt ihr, wie gesagt, gerne da einfach mal vorbeischauen. Und ihm auch ein bisschen Unterstützung geben. Das würde mich auch sehr freuen. Und den Benny natürlich auch. Ich hoffe nur natürlich, dass es jetzt die richtige Person ist. Ich will jetzt natürlich nicht hier einen falschen. Ja. Also es geht, Benny Küster hat jetzt auch, wie gesagt, angefangen mit YouTube. Also könnt ihr gerne bei ihm mal vorbeischauen. Ich werde den Link unten verlinken. Dann könnt ihr ihm auch mal ein Abo dalassen oder einen Daumen oder ein schönes Kommi oder wie ihr das auch alles immer nennt. Könnt ihr gerne alles mal dalassen. Er würde sich freuen. Ich würde mich natürlich auch freuen, um zu sehen, wie meine Abonnenten mich unterstützen in solchen Sachen. Ob meine Abonnenten da auch gerne mal was machen. So, natürlich machen wir hier die Dinger zu, damit hier keiner reinfährt. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo mal hier hinkommen. Ah, es leckt ein bisschen. Ich bin das letzte Squad-Mitglied.
So, wir holen jetzt die Flagge mal ein. Gucken mal da noch bei unserem Punktestand. Wir sind 8 zu 10. Die Runde ist auch schon vorbei. Okay. Okay. Dann war die Runde ja eigentlich ziemlich schnell unterwegs. Eine Stunde hat man ja Zeit, um so eine Runde zu spielen. Wir haben gerade mal 15 Minuten gebraucht. Aber okay, dann war das halt mal eine kurze informative Runde. Auch mal nicht schlecht. Für mal wieder ein bisschen reinzukommen. Auf jeden Fall, Leute, tut mir den Gefallen und geht ruhig mal beim Joker vorbei und schaut mal bei seinem Kanal. Gibt ihm vielleicht auch ein paar Tipps, was er vielleicht ändern kann, was er vielleicht besser machen kann, um bei ihm so ein bisschen die Abonnentenbasis aufzubauen. Wie gesagt, der Link wird unten in der Beschreibung sein. Da einfach mal draufklicken, einen kurzen Abonnent da lassen, seine Videos mal anschauen oder so. Vielleicht ist auch was dabei, was euch gefällt. Macht auch, wie gesagt, Battlefield im Moment noch auf der Old Gen, also Xbox 360. Aber das ist ja egal. Es geht ja hauptsächlich um den Spiel, um das Spiel, den Spielinhalt und um die Person, die das Spiel spielt. Aber in diesem Sinne würde ich mich gerne verabschieden jetzt von dieser kurzen, großen Eroberung Runde und würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder. Wird sehr wahrscheinlich nächste Woche, Anfang nächster Woche werden wir auf jeden Fall wieder Battlefield starten und dann wird nächste Woche ein bisschen mehr Battlefield kommen, jeden zweiten Tag dann nächste Woche anstatt jetzt jeden vierten Tag oder so. Also macht euch auf was gefasst und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.